Mein Name ist Anna Cavazzini. Ich bin die Bündnisgrüne Spitzenkandidatin für die Wahl zum Europäischen Parlament. Bei dieser Wahl geht es um so viel. Wir dürfen Europa nicht den Rechten überlassen. Wir müssen das Europa der Menschenrechte, des Klimaschutzes, unser Europa verteidigen. Das Europa, was uns alle schützt. Egal, woher wir kommen und wen wir lieben. Die Demonstrationen in den letzten Monaten haben gezeigt, so viele Menschen, auch hier in Sachsen, stehen auf für die Demokratie, für die Menschenrechte, für Weltoffenheit und für ein Land ohne Hass und Diskriminierung. Und genau das ist Europa. Demokratie, Freiheit, Menschenrechte. In den letzten 5 Jahren habe ich für unsere Werte im Europäischen Parlament gekämpft. Oft auch gegen harte Widerstände von denen, die die Zeit zurückdrehen wollen. Und viele der Gesetze wurden nur mit ganz knappen Mehrheiten entschieden. Aber wir haben sie durchgesetzt und umgesetzt, weil wir für die Zukunft kämpfen. Sachsen liegt im Herzen Europas und wir haben in den letzten Jahren immer enger zusammengearbeitet mit unseren Partnern in Tschechien und in Polen. In den letzten 5 Jahren habe ich viele Gesetze vorangebracht, die das Leben hier in Sachsen ganz konkret verbessern. Mit dem einheitlichen Ladekabel kannst du bald mit nur einem Kabel alle Geräte laden. Mit dem Recht auf Reparatur machen wir die Reparatur von deinen Geräten wie Waschmaschinen oder Wasserkocher einfacher und günstiger, sodass sie länger leben. Und mit dem Lieferkettengesetz kannst du dir sicher sein, dass in deinen T-Shirts oder in deiner Schokolade keine Menschenrechtsverletzung und keine Ausbeutung steckt. Mein Name ist Anna Cavazzini. In Chemnitz bin ich politisch aktiv geworden. Die letzten 5 Jahre habe ich für euch im Europäischen Parlament gekämpft. Ich bin der festen Überzeugung, Europa braucht mehr Klima- und Umweltschutz, mehr Gerechtigkeit und mehr Menschenrechte. Deshalb am 9. Juni Bündnis 90 Die Grünen wählen.